Nicht erst seit ihrer Let's Dance-Teilnahme hat Bloggerin Ann-Kathrin Bendixen zahlreiche Fans. Nun spricht ihr Freund Isa über seine berühmte Partnerin. Gespannt und mit großen Augen sitzt Isa Akhmatow im Publikum. Während er beim Einspieler noch lacht, heißt es dann gebannt die Daumen drücken, mitfiebern und voller Begeisterung jubeln. Isa unterstützt seine Freundin Ann-Kathrin Bendixen, 24, bei jeder Live-Show von Let's Dance im Studio. Obwohl Bendixen, besser bekannt unter ihrem Pseudonym Affe auf Bike, ihr Leben in den sozialen Medien regelmäßig durch Fotos und Videos dokumentiert, ist Isa selten in ihren Beiträgen zu sehen. In einem Interview mit express.de sprach er nun erstmals über Bendixens Teilnahme an der Show und ihre Liebe zueinander. Großartig. Ann-Kathrin Bendixens Freund Isa schwärmt von Let's Dance. Es ist großartig hier. Die Energie ist wirklich toll. Es ist aufregend, hier zu sein, erzählt uns Isa. Das, was er von seiner Freundin auf dem RTL-Parkett zu sehen bekommt, hätte er nie erwartet. Überhaupt nicht. Ich kenne sie vom Motorradfahren und Reisen. Wir haben bisher nicht in dieser Art getanzt. Es war ein Schock, sagt er lachend. Bendixen fügt lachend hinzu, er sagt immer zu mir, ich hätte das Tanzen nicht in mir. Wenn ich in der Disco anfange zu tanzen, lacht er über mich und dann hören wir auf zu tanzen. Es ist schön, dass ich ihm jetzt zeigen kann, dass ich ein bisschen besser werde. Das hat auch ihr Freund bemerkt. Sie wird mit jedem Mal besser, das ist wirklich schön zu sehen. Dass er in jeder Show dabei ist und sich die beiden so häufig sehen, ist etwas Besonderes. Während viele andere Promis ihre Partner wegen des ständigen Trainings für die Show vielleicht weniger sehen, ist es bei ihnen sogar mehr. Wir sind nicht wie andere Paare, denn eigentlich führen sie eine Fernbeziehung, sehen sich durch Bendixen-Reisen manchmal Wochen oder gar Monate lang gar nicht. Akhmatow lebt normalerweise in Norwegen, für die Let's Dance-Zeit aber in Deutschland. Bendixen. Für mich ist es ein sehr gutes Gefühl. Denn sonst bin ich meistens auf Reisen, sehe ihn auch mal 2 oder 3 Monate nicht. Jetzt komme ich vom harten Training und er ist da. Das ist toll, das genieße ich. Dieses Gefühl einer normalen Beziehung sei aber auch total komisch, sagt sie. Und Isa merkt an. Wir sind nicht wie andere Paare, aber für uns funktioniert es. Ich weiß, dass viele andere Menschen das nicht verstehen, aber für uns passt es. Das beruht auf Vertrauen. Über ihr Kennenlernen sagen sie, das ist eine lange Geschichte und würde 20 Minuten dauern, sie zu erklären. Sagen wir einfach, es war eine verrückte Geschichte auf einer Reise in Norwegen. Als Bendixen auf dem Weg zum Nordkap war, kam Corona und sorgte für eine Unterbrechung des Trips. Dann traf sie Isa in den Lofoten. Jetzt hoffen sie, dass die Reise bei Let's Dance noch weitergeht.